Effelden zählt zur, kann man wirklich sagen, zu einer meiner Lieblingsgemeinden im Ried. Mein Freund, der Landwirt Walter Schaffner, hat mir einen Film, den er in den 70er Jahren selbst erstellt hat, zum YouTube ins Netz zu stellen, gegeben. Das sind auch Luftaufnahmen dabei. Ja, und mich hat es einfach jetzt mal interessiert, wie sich der Ort so in den letzten 50 Jahren verändert hat. Ich habe vorher in meiner Dronik-App nachgesehen, an welchen Stellen ich überhaupt aufsteigen kann, und bin an eine Stelle gekommen in der Nähe der Großsporthalle in Erfelden. Und es war an dem Tag, waren wirklich tolle Bedingungen. Ich habe jede Menge Satelliten gehabt und auch die Windgeschwindigkeiten waren sehr manierlich. Hier blicken wir gerade auf Riedstadt Wolfskehlen. Das liegt hier in der Ferne, habe ich ein bisschen schnell gewesen. Ja, und da sind wir schon beim Neubaugebiet von Erfelden. Ja, und der Ort hat sich ja auch mächtig vergrößert. Zum Beispiel 1970 hatte Erfelden 2409 Einwohner. 2018 waren es schon 4489. Da unten blicken wir auf den Erfelder Sportplatz und den Hochwasserdeich. Das ist hier die Erfelder Evangelische Kirche. Ja, und unten rechts sehen wir den stattlichen Yachthafen. Ja, und da hinten dran, das ist das Naturschutzgebiet Kühkopf. Eine herrliche Auenlandschaft. Ja, den Kühkopf kann man das ganze Jahr über besuchen. Lediglich in Zeiten der Schnabenplage würde ich das nicht empfehlen, aber zurzeit hat man das ganz gut im Griff. Mich entsinnen, ich habe in dem Jahr, ich glaube das war 1989, versucht, Hausbesuche in Erfelden durchzuführen. Ja, der Ort war menschenleer. Keiner hat sich in seinen Garten getraut. Es war eine Schnabenplage ohnegleichen. Ja, das ist glücklicherweise, hoffe ich, jetzt Vergangenheit. Man kann jetzt auch im Sommer wieder dieses herrliche Gebiet genießen. Über 30 Jahre bin ich mit einem Teil meiner Kollegen immer an der Erfelder Brücke morgens um 6 zu einer Frühwanderung gestartet, am sogenannten Neurhein, haben wir dann in einer Schutzhütte Rast gemacht und gut gefrühstückt. Hierüber habe ich auch einige Filme ins Netz gestellt. Also es war jedes Mal wirklich ein großes Erlebnis. Übrigens, der Kühkopf war früher eine sogenannte Binnenhalbinsel. Im Zuge der Rheinbegradigung 1828 bis 1829 erfolgte westlich der Halbinsel ein Begradigungsdurchstrich bei der damaligen Rheininsel Geier, der das Gebiet vollständig vom linksrheinischen Festland trennte, womit die Halbinsel zur Flussinsel wurde.
der nahezu unbebaute Kühlkopf bildet heute zusammen mit der nördlich gelegenen Knoblauchsaue und einigen kleinen Inselchen im Altrhein das Naturschutzreservat Kühlkopf-Knoblauchsaue. Das Naturschutzgebiet umfasst insgesamt 2440 Hektar. Hiervon entfallen allein auf den Kühlkopf um die 1700 Hektar. Die Insel ist über zwei Brücken erreichbar. Die eine Brücke ist in Erfelden, die andere in Stockstadt. Hier blicken wir übrigens auf Oppenheim. Das ist die Gemeinde Riedstadt-Leeheim. Links an der Welschen vorbei blicken wir auf das Gewerbegebiet von Riedstadt-Horstkehlen. Ja, und da ist wieder meine Lieblingsgemeinde, Riedstadt-Erfelden. Erfelden hat auch noch eine richtige Kirschweih-Tradition. Ich erinnere mich, dass ich mit Freunden erstmals 1970 hier war. Ich weiß nicht, ob wir hingetrampt sind oder wie wir da hinkamen, weil das war damals mit öffentlichen Verkehrsmitteln doch etwas schwierig. Ja, in Erfelden wurde schon immer gut Kerb gefeiert. Und das Besondere daran ist, Erfelden hat die letzte Kirschweih im Ried. Sie findet immer im Herbst statt. Wie das genau berechnet wird, kann ich allerdings nicht sagen. Ja, und da unten das Gebäude rechts, das war früher die Diskothek Le Cher. Ja, da habe ich auch mit Freunden schon einige Nächte verbracht und war immer viel los, weil es sind viele von Darmstadt und sonst woher zu später Abendstunde immer noch hierher gekommen, um zu feiern. Ja, und für Sportbootfreunde ist das natürlich auch ein Eldorado. Hier der Yachthafen, gibt es Schiffe aller Größe. Thank you.
Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.